Hallo, ich wollte noch ein kurzes Video machen dazu, wie man mit dem, mit der Funktion Aufgabe im Lernraum Berlin umgehen kann. Da kamen ein paar Fragen zu. Dazu melde ich mich als erstes wieder ein im Lernraum-berlin.de mit meinem Anmeldename und meinem Passwort und würde jetzt einmal zur Veranschaulichung eine Aufgabe erstellen. Dazu öffne ich einen Kurs, hier die Klasse 7a zum Beispiel, und gehe zuerst einmal wieder auf Bearbeiten einschalten. So, jetzt bin ich im Bearbeiten-Modus, scrolle runter, ich habe dort einen Abschnitt erstellt, einen Beispielabschnitt Wirtschaft, und hier möchte ich eine neue Aufgabe hinzufügen. Hier ist schon eine Beispielaufgabe, da kommen wir später drauf zurück. Ich gehe auf Material oder Aktivität anlegen und wähle die Aktivität Aufgabe aus, die dritte von oben, und gehe auf Hinzufügen. Diese Aufgabe nenne ich jetzt mal Produktpreise. Und ich möchte jetzt von den Schülern, dass sie mir begründe, warum Produkte teuer werden können. So, das wäre jetzt eine Beispielaufgabe, und die kann man natürlich komplex gestalten. Man kann hier was schreiben, man kann auch was Längeres schreiben, das entsprechenden Text auch entsprechend formatieren hier irgendwie. Man kann natürlich auch hier noch zusätzlich ein Dokument hinzufügen, wenn das notwendig ist. Kann hier auch noch ein Bild einfügen in die Produktbeschreibung. Und man kann eben im nächsten Abschnitt die auch für die Verfügbarkeit einstellen. Also wie lange soll das jetzt für die Schüler sichtbar sein, diese Aufgabe, wann können sie die noch abgeben, soll diese Abgabemöglichkeit irgendwann beendet werden. Hier, das könnte man dann hier aktivieren. Und dann ist im nächsten Feld unter Abgabetypen auszuwählen, welche möglichen Formate des Abgebens möglich sind. Einmal als Datei, zum Beispiel als Foto oder Word-Dokument, oder eben als Texteingabe online, dass die Schüler dort direkt ihre Antwort in ein Textfeld eintragen. Das habe ich jetzt hier beides mal markiert, und dann kann man hier wie viele eingeben, wie viele Dokumente hochzuladen sind. Da mache ich jetzt mal hier zwei, mehr ist nicht notwendig. Dateigröße werde ich jetzt auch nicht beschränken, obwohl die Fotos sollen nicht so groß sein, damit der Speicherplatz nicht so viel Platz in Anspruch nimmt. Mache ich maximal 20 MB, das sollte reichen. Und hier kann man jetzt noch auswählen, ob das Dateiformat irgendwie beschränkt werden sollte. Da macht es durchaus Sinn, wenn die Schüler dazu in der Lage sind, auf PDF-Dokumente die Dateitypen zu beschränken, aber das müssen die Schüler eben auch können, und das macht dann keinen Sinn, wenn man ein Foto in PDF-Dokument umwandelt. Das sollte dann vorher auch ein Word-Dokument gewesen sein, damit man nachher die Anmerkung dort machen kann. Da kann ich aber nachher nochmal drauf eingehen. So, das sind jetzt so Wortbegrenzungen. Wenn man das notwendig findet, dann kann man das auch aktivieren. Und was jetzt notwendig ist, um nachher das Feedback bzw. die Bewertung machen zu können, ist einmal hier in die Feedback-Typen-Einstellung zu gehen, weil man hier auswählen kann, welche Art von Feedback man nachher als Lehrkraft rückmelden möchte. Und da ist es jetzt hier vorausgewählt, Feedback als Kommentar. Das ist ein Kommentarfeld. Feedback als Anmerkung im PDF. Das ist natürlich nur möglich, wenn vorher ein PDF hochgeladen wurde von dem Schüler, von der Schülerin. Oder eine Feedback-Seite oder eine Feedback-Datei. Wäre dann ein separates Word-Dokument, was zum Beispiel eine korrigierte Word-Datei sein kann von dem Schüler oder der Schülerin ursprünglich. Und das ist nicht vorausgewählt. Also wenn man nachher was hochladen möchte, dann muss man das hier auswählen. Das ist notwendig. Und das mache ich mal, weil das häufig eben so ist, dass Schülerinnen und Schüler irgendwas hochladen, also ein Foto oder eine Word-Datei, oder dass sie diese Texteingabe online machen. Und um eben zu ermöglichen, dass
man allen Lernenden auf die verschiedenen hochgeladenen Dateien eben auf unterschiedliche Weise Rückmeldungen geben kann, mache ich eben diese Auswahl breit. Also hier klicke ich hier an Feedback als Kommentar, als Anmerkung PDF und als Feedback-Datei. Und auch als Inline-Kommentar, wenn man eben die Texteingabe hat und eine Antwort als Texteingabe. Okay, das soll erstmal reichen. Ich speichere das und gehe zurück zum Kurs. Dann wird jetzt die Aufgabe erstellt und wir können es hier unten sehen, Produktpreise. So, dann gehe ich jetzt mal als Schüler rein. Ich habe mir jetzt hier mal einen Account erstellt als Schüler. Ich mache mir Testschüler. Account. Jetzt ist mich jetzt der Schüler. Um das mal zu sehen, aus der Perspektive hat er jetzt hier seinen einzigen Kurs. Und er geht jetzt mal hier runter und wir schauen uns mal die Aufgabe an. Jetzt Produktpreise. Und jetzt sehen wir hier, ich kann es schon bearbeiten, aber ich habe auch noch ein bisschen Zeit. Aber ich möchte das mal jetzt machen. Deswegen gehe ich jetzt auf Abgabe hinzufügen und kann jetzt entweder, wie wir es vorhin besprochen haben, eine Datei hinzufügen. Dazu gehe ich dann hier auf Datei hinzufügen, durchsuchen und zum Beispiel auf meine erste Antwort zur Aufgabe und Datei hochladen. Oder ich könnte natürlich hier meinen Text eintippen. So, dann gehe auf Änderungen sichern und habe jetzt meine Aufgabe abgegeben. So, das ist jetzt aus Schülersicht oder Schülerinnensicht alles. Der hat jetzt oder die hat jetzt eben die Aufgabe abgegeben und kann jetzt weitermachen in einem anderen Fach oder genau, oder ist eben fertig für den Tag. Aus der Perspektive des Lehrers gehe ich mal wieder aus dem Schüler-Account hier raus und melde mich mal wieder mit dem Lehrer-Account an. Geht jetzt die Arbeit natürlich dann weiter und wir schauen uns mal die Abgabe an. Muss natürlich wieder auf den Kurs gehen. 7a. Gehen mal zurück und jetzt gehe ich auf die andere Seite hier zum Beispiel. Da habe ich nämlich vorhin mal zwei unterschiedliche Versionen abgegeben, also alle Abgaben anzeigen. So, und jetzt haben wir hier zwei Abgaben. Einmal ein Word-Dokument und einmal ein PDF-Dokument. Und wenn ich jetzt mal dieses Word-Dokument öffne oder die Bewertung, also wir haben jetzt hier die zwei Abgaben, dann gibt es noch weitere Schüler, die noch nicht abgegeben haben, aber wir möchten jetzt hier dieses Dokument bewerten. Bewertung. Jetzt sehe ich hier auf der linken Seite nichts. Das ist nämlich, jetzt habe ich ja vorhin gesagt, manchmal macht es Sinn, sich auf PDF-Dokumente zu beschränken. Dann würden wir hier auf der linken Seite nämlich schon das Dokument oder die Eingabe der Schüler sehen, des Schülers oder der Schülerin sehen und könnten hier direkt durch diese Werkzeuge direkt markieren und Anmerkungen machen. Das ist nur kompatibel mit PDF. Jetzt haben wir das aber eben als Word-Dokument, deswegen müsste ich das jetzt hier runterladen, öffnen, könnte jetzt hier drin in meinem Word-Programm zum Beispiel über die Überprüfungs-, Änderungs-, Nachverfolgungsfunktion meine Kommentare machen, zum Beispiel, ja, hier Datum hinzufügen oder Absätze nicht vergessen oder so, das reicht jetzt auch erstmal als Beispiel. Dann speichere ich das auf meinem Desktop mit dem Titel. Also verändere ich den Titel hier korrigiert. Jetzt kann ich wieder zurück zum Lernraum gehen, hier auf die Aufgabe oder Abgabe. Jetzt muss ich hier runterscrollen auf der rechten Seite. Feedback als Kommentar. Siehe separates Dokument korrigiert. Jetzt kann ich es hier unten einfügen. Hier wieder auf das Dokument durchsuchen
Und dann habe ich hier das Dokument, was ich vorhin erstellt habe, und lade es hoch. Es erscheint das hier. Und da habe ich dann die korrigierte Version und ich kann das jetzt hier auch noch bewerten. Da mache ich mal also 80%, 2 minus. Das ist jetzt die Bewertung meines ersten Schülers hier. Testschüler kriegt von mir eine 2 minus für diese Abgabe. Dann mache ich Änderung speichern und dann hat er eine Bewertung. Das können wir uns jetzt aus der Schülerperspektive auch nochmal anschauen. Aber das machen wir gleich. Wir gehen nachher mit zurück. Zu dem, ja, ich habe es ja gespeichert, deswegen kann ich es hier verlassen. Gehen nochmal zurück zu dem PDF-Dokument. Ich habe ja gerade auch noch ein PDF-Dokument. Das können wir auch mal bewerten. Da sehen wir nämlich dann, dass, wenn das jetzt klappt, auf der linken Seite, genau. So, jetzt sehen wir hier, dass das dadurch, dass es ein PDF-Dokument ist, was hier hochgeladen wurde, kann man dann hier direkt links markieren, zum Beispiel. Oder Kommentare hinzufügen oder ähnliches. Und dann ist das eben ein bisschen einfacher und diese zusätzliche Hinzufügung eines Dokuments nicht notwendig. Wir können ja noch einen Kommentar schreiben. Bitte Überschrift nicht vergessen. So, das wäre jetzt alles natürlich einfach nur als Beispiel und das wären jetzt hier meinetwegen auch eine 2 minus. Okay, dann gehen wir jetzt hier weiter auf Änderung speichern und haben jetzt beide Dokumente, die hier hochgeladen wurden, bewertet. Okay, das glaube ich jetzt erstmal soweit dazu. Das war jetzt eine kleine Übersicht zu dem Format Aufgabe. Das eigentlich ganz hilfreich ist, um Feedback zu bekommen von den Schülern, aber eben auch um Feedback an die Schüler auf eine Abgabe zurückzugeben.